Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Fire Emblem. Gut, dass der komische Typ da das alles blockiert. Schlecht, dass du auf Zulu losgehst. Gut, dass du ein Level Up hat. Hey! Ein Part voller Höhen und Tiefen. Ich wusste, dass das irgendwann passieren wird. Ey, komm. Komm, das ist doch jetzt blöd. Tja. Nicht mit Track anlegen. Ja, dann... ja, ich würde mal sagen, guck mal, hier kann Will I am, ja, Will I am kann. Wunderbar, den Will.i.am brauche ich auch noch ein bisschen. Sheen mit seinem Shorty Bow kann auch. Wunderbärchen. Sie ist das einzige Problem hier. Ah. Problem solved. So, hau ein Crit raus. Meinetwegen hast du beim zweiten Schlag einen Crit raus. Ja, das war jetzt Kacke. Ich hätte die Wahl gelassen. Erster oder zweiter Schlag, aber nicht erster und zweiter nicht. Jetzt muss Dorothy noch hier hochlaufen. Hier wird jetzt aber auch nichts mehr sein, ne? Ja. Hier kann man jetzt einfach so durchrushen. Hier wird jetzt nichts mehr passieren. Ein paar Piraten werden wahrscheinlich noch aufkreuzen. Genau. Und werden wir das eben zur Hölle machen. Würden sie denn treffen? Vier, du schaffst das. Wow. Close. Dann wollen wir uns immer direkt einen Gegner vom Hals schaffen. Oder mehrere. Ach komm, Walt, das ist ein Witz. Na okay, komm. Immerhin kann Zu ja auch von hier noch einen Gegner andötzen. Und immerhin haben wir auch noch Lance, der genau die 11 Schaden macht, die der Pirat hier noch hat. Und dann können wir jetzt hier einkaufen, ne? Steelblade. Hört sich nett an. Ja, ich weiß jetzt aber nicht mehr, was Merlinus noch alles hat. Aber ich glaube so 2, 3 wird er auch nicht nein sagen. Zu 3 Handäxten würde er nicht nein sagen und zu einer Stahlaxt würde er noch passen. Gucken wir erstmal. Oh, da trifft er.
Jetzt darf er... Oh, fuck, Lina. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Chines, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen hier. Ja, komm, Roy. Und das Stahlschwert. Deke muss jetzt hier hoch, weil auch, ja, weil er halt den berserkigen Boss hier oben killen muss. Ja, super, 4. Nein. Okay, jetzt muss ich schauen, was passiert. Okay. Ja. Ja. Boah. Knapp. Knapp. Mehr kann man dazu nicht sagen. Doppelst du? Ja, du doppelst. Zack. Die Musik hört sich fröhlich an, aber ich habe hier noch mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. In erster Linie erstmal diesen Piraten hier. Gut. Dann mit diesem Piraten hier. Ja, okay, das hat sich dann auch schon mal erledigt. Dann damit das Rootgas HP ausgehen, aber Roy macht das hier schon. Jetzt ist die Frage, wie lange? Wie lange wird das Roy noch machen? Krass, der wird mich übelst auseinanderficken. So. Schön, dass ich jetzt das so sage, aber... Das wird kein glückliches Treffen. Noch mehr. Sie kommen in größeren Zahlen. Immerhin kann ich hier noch gut trainieren. Zack. Und da ist 4 dann auch schon auf Level 4. Da ist 4 auch schon auf Level 4. Killer Bow. Wird sie sogar ein bisschen Damage machen, aber ich habe das Gefühl, dass der mit... Dass der Scotty hier... ein bisschen mehr rauszuhauen hat als 5 HP Damage. Und aus dem Grund... ja. Vielleicht ist mein Wodao wahrscheinlich weg. Nee, hier ist gleich mein Wodao weg. Ja, muss ich wahrscheinlich mich wieder verpieseln. Und, 25 HP. Probieren wir es doch einfach mal. Ich bin ein kecker Bursche. Hahaha. Ja, das ging daneben, ne? Ja, geht ja immer noch so. Deke, was würdest du denn so für Damage machen? Ah, naja, das Problem ist 58% Crit Chance. Das ist ja schon fast ein sicherer Critical Hit. Also, ich kann eine Münze werfen, so oft wird er mich treffen. Ich muss ihn irgendwie anders aus dem Weg schaffen. Und nein, du wirst nicht Rootgar angreifen.
Wow. Das ist natürlich jetzt auch nice. Tja, dann wollen wir doch mal hier noch ein bisschen uns verstärken. Level 6, Level 9. Mach es tot. Nur Feuer. Feuer heilen und einen Haufen Scheiße. Ich brauche Magie. Knorr. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich könnte wieder mal den Ich mach mal Felsdate machen. Oder weil ich sage, der wird mich eh nicht töten. Und hole. Ja, komm. Ha, ha, ha. Probier's weiter. Probiert's alle weiter, ja. Also hat der Nebel euch nicht aufgehalten. Ihr müsst jetzt aber schon sehr erschöpft sein. Ich werde euch vernichten. Yo, 6 Damage. 25 Critical Hit Chance. Das stört mich noch ein wenig. Warum sind die eigentlich so stark, ey, die Tölpel hier? So, genau, jetzt kann ich nachgucken, wie viel er mir ziehen würde. 12. 12, aber 22% Critical Hit, ne? Ja, dann werde ich ihn jetzt einfach mal mit seinen Damage, die er da hatte, so lassen. Also, ich werde ihm seine Waffe, die er jetzt hier rausgezogen hat, so lassen. Oh, das war's. Mehr Gegner kommen nicht nach. Das ist echt schade. Er hat sie immer noch draußen. Ne? Genau, er hat immer noch die Handaxe draußen. Nee, ich möchte, dass der Typ bitte ans Land kommt. Und ich wurde angeschrieben, wieder einmal. Das darf mich jetzt aber mal nicht stören. So, denn jetzt werde ich ihn vernichten müssen. Ich mache ein Safe State, weil ich eine kleine Pussy bin. Das hat schon mal geklappt. Schauen wir mal, ob das andere auch klappt. Ja! Wer zur Hölle seid ihr? Ihr seid keine normale Armee. Nö, sind wir nicht. Wir sind Dumbledores Army. Tuff, tuff. Nein. Und jetzt lauf, Roy. Lauf. Lauf. Melinus, es sieht so aus, als ob der Gegner versucht hatte, uns zu umzingeln. Sie müssen gewusst haben, dass wir kommen. Irgendwas läuft hier hinter den Szenen. Dann läuft hier hinter seinem Rücken. Ja, oui. Die Banditen auszulöschen war härter, als wir erwartet haben. Seitdem Bern ihre Invasion gestartet hat, ist etwas anders. Laufen die Dinge anders in Elibe. Ich frage mich, was von jetzt an passieren wird. Die Drachen tauchen wieder auf. Berns plötzliche Invasion. Der Zusammenbruch der Lucianischen Allianz. Die ganzen komischen Dinge passieren auf einmal. Still we have to take things, one at a time, however tedious it may seem. Trotzdem müssen wir die Aufgabe übernehmen, egal wie seltsam sie auch erscheinen. Nun, was sollen wir tun? Was passiert, wenn wir uns
Wie wäre es, wenn wir uns in den Norden bewegen, entlang der Küste? Norden? In Richtung der Minen? Richtig. Ich habe gehört, dass die Leute, die auf dieser Insel leben, dazu gezwungen werden, dort zu arbeiten. Also müssen wir sie zuerst retten. Ja, dann werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, herauszufinden, wer hinter all dem steckt. Nun, wir müssen schon irgendwo starten. Also dann, lass uns in den Norden gehen. Und das war's noch für diesen Part, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.